Komm her, du Hundeficker. Ich hau dir einen über den Dötz. Was hältst du denn davon? So. Ist das ein Leberfleck unter deinem Auge? Ja. Das ist ein Leberfleck, Bruder. Ein ganz großer. Heute mal wieder extrem sexy. Du, das ist nicht nur heute. Das, also, wenn du bei mir in den Stream reinkommst, ich bin immer sexy, Digga. Immer sexy. Weil für die 5% weiblichen Zuschauerinnen, die ich habe, Bruder, da muss ich einfach auch gepflegt rüberkommen. Weißt du, wie ich meine? Die müssen mich halt anschauen und denken, Bruder, auf den Cock habe ich Bock. Oder sie müssen sich denken, oh Bruder, jetzt ein bisschen Rotze auf der Fotze. Oh, ey, Mann, kletter über die Wand, du Autist. Und warum bin ich eigentlich so beschissen geflogen, Alter? Da brauche ich erstmal ein bisschen Motivationsmusik. So lustig, Digga. So lustig, der Song. Nie wieder Book of Ra. Digga. Zu geil, Alter. Ich habe auch vor den Ohren vom Dreck. Von dem Song. Klar, der ist jetzt nicht so ui und au. Aber er ist halt irgendwie schon geil, Digga. Nie wieder Book of Ra. Nie wieder Jokos Captain. Ich habe aber auch vor den Ohren davon, Digga. Also bist du nicht alleine damit. Nie wieder Book of Ra. Also Isabel hier mit 25 Euro dabei. Direkt erstmal nochmal Instagram schauen. Isabel. Jetzt habe ich aber vergessen, wie Isabel heißt, Digga. Verdammte Scheiße. Scheiße, ich habe vergessen, wie Isabel heißt, Mann. Also Isabel ist ja klar, aber ich weiß nicht mehr. Ihr Moin muss los, Digga. Verdammte Scheiße. Marcel mit 2 Euro dabei. Wie sehen die nächsten Tattoo-Pläne aus? Weiß ich nicht, Digga. Kann ich dir nicht sagen. Ah ja, jetzt weiß ich es doch wieder. Hey. Oh, Bruder muss los. Ich will hier nicht reinreden, du Schlampe! Fortnite-Tattoo, oh Bruder, da muss ich aber los. Hatten wir mal irgendwas wegen Fortnite-Tattoo gesagt? Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr da so ganz genau dran erinnern, Digga. Eine Waffe wäre super. Keine Pistole, vielleicht eine Waffe? Eine Waffe? Ach, damit wichse ich jetzt die Gegner weg, Kappa. Ja, Mann, Alter. Ach, damit wichse ich jetzt die Gegner weg. Mann, Alter. So, jetzt muss ich mich mal nicht auf Mädchen konzentrieren, sondern, ja. Keine Zeit, Digga. Ist auch scheißegal, wer es ist. Oh, verpiss dich, Junge. Mann, die Leute immer, die nerven meine Kollegen, ohne sich anzumelden. Sagt die so. Oh, Bruder, da muss ich aber los. Also ohne Scheiß, Digga, ich mach bald echt meine Klingel aus. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Kollegen oder Digga während der Arbeit nerven. Puta madre! Digga, Oma, bitte jetzt nicht. Och Mensch, Omi, ey! Einmal reicht! Mensch, Omi. Ja, moin, angerufen, direkt wieder aufgelegt, muss los. Muss ich den Müll noch rausstellen, oder was? Ja, hallo Omi. Ich bin am Livestream, ich bin kurz gebunden. Ja, okay. Ja, habe ich schon jetzt vor ein paar Tagen. Ja, ja. Nee, habe ich schon. Nee, habe ich glaube ich Samstag oder gestern, ich bin mir nicht sicher. Da habe ich schon einen ordentlichen Schwung rausgeholt. Nee, ich gucke heute Abend nochmal. Ja, danke, Opa, alles klar. Ja, der ist wieder drin, das stimmt. Doch, doch, auf jeden. Alles klar. Opa, Ende. Nee, jetzt hier nichts vom Bumsen. Ciao. Ich werde. Nee, Opa, meine ich. Okay.
Okay, Ende. Ciao, ciao. Dachte, ich soll noch was übers Bumsen erzählen. Oh Mann, oh ey. Ja, morgen wahrscheinlich zwei Schrotflinten, oder? Hey. Keine Ahnung, was seine Mission war. Er hatte eine Waffe, aber hat gedacht, Bruder. Lul. Keine Ahnung, war. Also, ich kann mir ehrlich. Also, klar, nicht immer ist gleich alles Stream-Sniper. Aber ich kann mir nur erklären, eigentlich, dass das ein Stream-Sniper war. Und der gesehen hat, dass ich 4 HP hatte und mich boxen wollte. Welcher normale Typ so, läuft sonst auf mich zu? Und, wisst ihr, wie ich meine? Und will mich boxen. Also, der hätte mich ja nur mit einem Fotzenhaar ankitzeln müssen. Mach einen COD-Clan auf. Oh, Bruder muss los. Nee, danke, Digga. Habe ich immer gedacht, so wäre ganz cool, aber letztendlich, Digga, auch nur Nervscheiße. Sich dann um alles zu kümmern und so. Nee. Ich zocke einfach unheimlich gerne, ja, auf jeden. Aber muss ich deswegen Clan aufmachen, wo lauter 12, 13, 14-Jährige da mit dem Clan-Tag rumlaufen und ich mich um was kümmern muss? So, das ist halt. Warum soll ich mir den Stress geben, so? Warum soll ich mir den Stress geben? Macht für mich keinen Sinn, Digga. Wenn jemand so mäßig sich verbunden fühlt mit mir, dann kann er MB88 sich in den Clan-Tag reinhauen oder Gommel. So, dann weiß auch jeder, dass er Monte-Anhänger ist, in Anführungszeichen, und gut ist. Aber warum soll ich jetzt die Zeit aufwenden, einen Clan zu gründen, Digga? Und dann so mäßig noch überprüfen, wer ist da drinne, wer ist da nicht drinne? Nee, Digga. Bruder, da muss ich aber ganz dringend los. Oh, ich habe übelst Kopfschmerzen schon die ganze Zeit, Digga. Muss mal ohne Cap kurz streamen. Muss mehr trinken. Ich muss mir auf jeden Fall dann noch Fesky machen. Ich habe heute noch kein Fesky getrunken. Haarschnitt wie eine Eins. Ja, was erwartet ihr? Ich habe seit, keine Ahnung, 13, 14 ohne Cap auf. Digga, du siehst doch schon alleine, wie die Haare, die sind einfach zur Seite. Da kann ich auch machen, was ich möchte, Digga. Die sind halt von der Cap runtergedrückt. Der andere macht jetzt V-Mann, Digga. Aber kein V-Mann machen, bitte. Brauche Munition. 9 mm, Digga. Was ist denn da los? Hast du 9 mm? Oh, Ehrenmann. Digga. Wenn ich mir das Ding reinhaue. Ehrenmann, Digga. Ehrenmann aus dem Stream. Kuss auf deine Nuss. Ehre. Ehre. Ich will nochmal hier in den Cat. Was ist das? Zeig mal her, den Aal. Ehrenmann, Digga. Ehrenmann. Hier. Ich drop dir meinen Schmutz, den ich habe, Bruder. Mein Schmutz. Ehrenmann. Aber ich will nochmal in den Keller zu Fritzel. Einmal gucken, wie es ihm geht. Ah. Hey, mein Bruder muss los. Ah ja. Ja, eigentlich müsste man trotzdem auf korrekt die Leute abknallen, so, damit man keinen Stress bekommt. Aber ich sage euch ganz ehrlich, Digga, das ist einfach zu. Die sind immer so korrekt, Digga. Wenn ich dafür jetzt einen Bann bekommen würde, so ein 2 Tages-, 1 Wochen-Bann, dann ist das so. Dann ist es mir egal, Digga. Sage ich euch ganz ehrlich. Er macht Action Jackson da oben, ich höre ihn schon. Bruder, ich komm! Bruder, ich bin hier noch im Keller. Fritz hält mich fest, die Sau. Und wenn man permanent gebannt. Permanent! Sprachen lernen, Bubble. Permanent gebannt wird, das wollte ich sagen. Dann ist das halt so, Digga. Dann habe ich Pech gehabt. Bruder, ich bin hier! Heidelan! Heidelan! Bruder, halt mal oben beim Zombiehaus an. Da ist immer Action Jackson. Danke dir. Oben liegt noch eine frische. Nee, liegt da eine frische Zweier? Ich weiß nicht. Ich gehe nach oben, da ist Action. Er hat die Raygun, die Sau. Ja, oh, GG an den Gegner. Mann, Digga. Ah, er hat die Raygun gehabt. Die habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen, Digga. Die Raygun im Game. Schade, Digga. Egal, das war das Karma wieder. Das Karma. Totenstille ist eigentlich. Totenstille und Lagebericht, also ihr wisst ja, was ich meine, ist eigentlich eigentlich echt viel zu overpowered, Digga. Ja, nee, Lageberichte auf Oldschool, Digga. Ihr kennt ihn doch. Totenstille und lautere Fußschritte, keine Ahnung, wie das Perk jetzt heißt gerade. Wachsamkeit, genau. Lag mir auf der Zunge. Wie die Klitoris eurer Mütter. No homo.
Ich habe hier gerade ein echt geiles Tattoo-Motiv gefunden, Digga. Finde ich richtig geil. Also natürlich nicht in der Variante, aber diese vier Karten, Digga. Und dann A, C, A, B, Digga, finde ich richtig geil, Mann. Das werde ich mir irgendwie in der Art und Weise tätowieren lassen.